Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Montag, den 20.12.21. Ein wunderschöner Tag, weil ich schon alles verkehrt gesagt habe. Ja. So, wir haben die Wochenenergie gemacht und die heißt Körperfreiheit ist mentale Freiheit, so habe ich es genannt, weil uns gezeigt wurde, dass wir über den Körper auch geistig frei werden können. Das heißt, fühle deinen Körper, mach ihn frei, mach ihn auf und du wirst sehen, was sich geistig und mental bei dir tut. Eine Hilfe für alle, also ganz viele machen es Meditation und so weiter, gehen über den Geist in die Körperfreiheit, aber andersrum geht es eben auch vom Körper in die mentale Freiheit. Kann man ja mal probieren und ich weiß, es hilft. So, aber schau dir die Wochenenergie an, da habe ich das besser erklärt. So, jetzt schauen wir mal auf den Montag. Wir haben die Öffentlichkeit, also wieder die Freiheit, die uns blockiert wird, wie immer. Und trotzdem haben wir Begegnungen und eben eine Lebensgestaltung, ein spirituelles Streben in die Freiheit. Das heißt, die können blockieren, was sie wollen. Wir können immer noch tun und lassen, was wir wollen. Wir sind nämlich selbstbestimmte Menschen. Ja, die Öffentlichkeit, die Freiheit, auch in der Vergangenheit wurde sie blockiert und trotzdem haben wir sie gemacht, mehr oder weniger. Begegnungen sind jetzt eben die Zauberkraft, die wir haben. Man kann sich unterhalten, man trifft sich, man fühlt sich, und das ist ganz wichtig in dieser Zeit, dass man merkt, man ist nicht alleine, dass man merkt, die Liebe ist nach wie vor da, ja, dieses Objekt blockiert. Ja, da sage ich jetzt mal gar nichts. Und hier gibt es viele Gruppen, die sie eben in die Lebensgestaltung, in die Freiheit streben. Also wenn wir uns begegnen, wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander reden, ergeben sich immer wieder schöne Situationen, die dann Lösungen bringen, die Freiheit bringen, die ins gute Gefühl gehen, dass man sieht, man ist überhaupt nicht alleine und alles ist gut. Geld? Lange Zeit, Freizeit, Urlaub, neues Leben. Also hier ist es wieder, dass ähnlich wie es kommt, wir, das neue Leben ist eben als Schirm über uns drunter, es kommt ein neues Leben, wir entscheiden, wie dieses Leben aussieht mit unseren Energien. Das heißt, das hatten wir in der Öffentlichkeit schon, also in der Vergangenheit schon, das wurde hier blockiert. Für den einen oder anderen, der wirklich spirituell ist, will das sagen, gerade jetzt, wenn Weihnachten die Rauhnächte anfangen, kommen auch die Ahnen hier in ihre Kraft und können auch helfen. Aber das sind jetzt für die spirituellen Menschen, die wissen, was ich meine. Für die Lebensgestaltung ist es so, dass auch aus der Vergangenheit erkannt wird, auch in der Vergangenheit konnten wir etwas erreichen, konnten wir etwas machen, mit Begegnungen, die sich dann ergeben, wo man lange Zeit glücklich und ein neues und freies Leben leben kann. Das blockieren wir alle, das sieht hier so aus, dass die meisten Menschen dieses Objekt blockieren, was uns eigentlich blockieren soll. Also ich gehe jetzt mal davon aus, im C-Ding. Ja, ihr wisst alle, was ich meine. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen unser eigenes neues Leben und lange Zeit frei sein und ein schönes Leben haben mit materieller Sicherheit. Das sieht man und merkt man auch am Montag. Wenn wir jetzt ins Kleine gehen, ist es natürlich hier, sagen wir mal, das Auto ist kaputt. Bremsen blockieren, sage ich jetzt mal. Ja, dann fährt man mit den öffentlichen Möglichkeiten, Busse, Bahn und so weiter, und lässt sich seine Freiheit nicht mehr nehmen, und dort trifft man dann auch schöne Menschen und freudige Menschen und kann sein Leben gestalten, im Kleinen wie im Großen. Wenn ein Objekt blockiert, es links liegen lassen und trotzdem in die Freiheit gehen, in das neue Leben, was immer sichtbarer wird, immer greifbarer wird, wenn man auch hinschaut. Also das heißt, wieder nicht in die Vergangenheit schauen, sondern vorwärts schauen und das schauen, was wirklich schön ist. Und ich sag's immer wieder, guckt in euch, in euren kleinen Kreis, in deiner Umgebung. Ist das Leben dort so, wie sie uns in Fernsehen und Radio und keine Ahnung wo erzählen? Bei mir ist es absolut nicht so. Bei mir in meiner Umgebung, und ich habe ein Geschäft, ich habe Kundschaft,
ist das ganz, ganz, ganz anders. Also nichts von dem, was sie mir da im Fernsehen erzählen, erlebe ich. Und das ist das, glaubt das, was ihr selber erlebt und glaubt nicht mehr diesen Idiotenfernseher und nicht mehr den Radio, sondern euren eigenen Augen, euren eigenen Sinnen. Und dann seht ihr das neue Leben schon. In diesem Sinne freue ich mich auf morgen und habe die Ehre.